Ist das jetzt Frühstück? Was ist denn das? Jetzt mal ohne Scheiß. Es ist 21 Uhr abends. Es ist 7.30 Uhr morgens. Hallo Leute, Samstag. Wer von euch hat ein Video gemacht? Ich würde ja gern, aber meine Mama hat gesagt, wenn ich meinen Saustall nicht aufräume, dann darf ich nicht mehr raus. Ich habe leider keine Zeit. Mein Problem ist, ich habe mir so weh getan beim Gitarre spielen. Ich mache heute gar nichts mehr. Guck mal, aua. Okay, komm sofort, schick aber was tut, weil mein Auto ist gleich. Manno, alles muss man selber machen. Ich bin wieder am Saufen. Ich verstehe dich nicht, Martin. Der hat auch schon Wein. Ich verstehe dich nicht. Sag's gerade nochmal, bitte. Ich bin wieder am Saufen. Okay, Alex, dann rede ich lieber mit dir. Was geht hier ab? Es ist ganz früh am Morgen. Ihr müsst euch schon Mut antrinken. Ist hier irgendwas im Busch? Geht diese Geheimniskrämerei, was jetzt alles hier passiert, geht es gerade so weiter? Vielleicht, aber vielleicht ist auch ein versteckter Hinweis. Ich weiß es nicht. Nee, wir wollten doch mal einen kleinen Gruß an Geld und Nelt machen. Ihr habt mir die Idee geklaut. Die Arschlöcher, ne? Die waren... Ja, die waren halt schneller wieder. Aber der Schwurbus hat mal verraten, was ich alles da drin getrieben habe. Deswegen gehen wir doch nie mehr rein. Also erst, wenn mit dem Sandstrahler einmal durchgegangen ist. Ne? Das ist mein erstes richtiges Video mit Feinripp wird es. Und deswegen, weil Feinripp mir was saufen singt, habe ich gedacht, ich fange mal so an, dass endlich mal die Videos auch passen zu dem, was sie singen. Weil sonst sind die alle mal nüchtern gewesen. Auch bei drei Steaks, ein bisschen Ketchup und Scheiß, weil alles rotzt. Ist das Video? Ja. Nee. Nein, doch, das ist überhaupt nicht wahr. Ich würde mal sagen, lieber wieder Kamillentee, dass die grauen Zellen da wieder ein bisschen funktionieren. Ja, aber ich kann das Video, was wir heute machen, das ist ja, geht ja was saufen. Da musst du zumindest einer das Level wirklich, der muss authentisch sein. Deswegen war ich heute Morgen schon um 6.30 Uhr. Doch. Hast schon angefangen, dich vorzubereiten, ja, wie ein richtiger Schauspieler das halt macht. Ja. Ich sage euch was, ich habe mindestens schon 23 Szenen gedreht heute Morgen. So viel hast du doch gar nicht mehr. Mit Brezel. Also das zwischendrin, das ist ein Brezel. Meine Frau hat extra für heute Muffins gebacken. Amerikaner gebacken. Muffins gebacken, die sehen ein bisschen aus wie Amerikaner. Boah, die sehen ja geil aus. Da traue ich mich überhaupt nicht, welche zu essen davon, ohne Scheiß. Die sind schlecht. Meins. Hier Nori noch, der Regisseur oder der Kameramann noch filmen während der Arbeit. Dann es wird nicht gespoilert. Alex, noch irgendwelche schönen Sachen? Jetzt hört doch mal auf, das ist ja wie mit den Kindern. Hier auf dem Handy rumzudatteln. Am Tisch. Spanplatte, der Quadratmeter Spanplatte kostet 7,50. Die haben einen Schaden, die Leute. Alex, kennst du die Regel nicht? Die gilt auch bei Feinripp. Am Tisch, beim Essen, Handy weg. Ohne Scheiß, das gilt nicht. Das ist okay. Das ist so eine Schlachtung. Stell dich jetzt da drauf. Da drauf stellen, jetzt leg dich mit dem Bauch da drauf, dass der Oberkörper da vorne raus. Leg dich mal. Ich hab den Tisch fest. Oh. Du vorher rutschen? Oh, mein Kreuz. Moby Dick, oder was? Alter, was ich alles mache, war ich. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Hältst du aus? Ich muss, glaube ich, Pups. Nein! Schnell! Alle raus! Alle raus! Was ist denn hier los? Ich hab gedacht, das sind normale Dreharbeit. Was machst denn du? Endlich. Was habt ihr da drin in dem Raum gemacht, sag mal? Hör auf jetzt! Da geht's wieder. Es geht. Das ist ganzer Einsatz. Wir waren da alle auch schon drin, aber also, Harry, war es bei dir auch so schlimm? Ich hatte schon mal einen ganzen Eimer voll gekotzt. Ja, wir waren doch eben gerade in der Aufnahme drin. Es war okay, oder? Ja. Was war schon los? Hörst du was Besonderes gerade machen müssen? Also, liebe Zuschauer, ganz kurz, bevor der jemand denkt, und Zuschauerinnen, ihr denkt, dass ich so viel gesoffen habe. Ich habe überhaupt nichts gesoffen. Kotzen! Aber die Drehaufnahme, die waren so turbulent. Drehaufnahme oder Dreharbeit, oder hat das wirklich was mit Drehen jetzt zu tun? Beides. Das ist wirklich Einsatz. Das ist Einsatz für den König Palzrock. Hätte ich, wenn ich ins Gesoffen verstehe, hätte ich es verstehen, warum es so schlecht ist, aber aller Schlappe. Das ist ein Stillleben jetzt, ne? Ja, es ist eigentlich wahr. Es ist ein Beweis dafür, dass er wirklich nichts getrunken hat, weil wenn das Glas noch halber voll ist... Nur ein bisschen habe ich getrunken. Ja. Also arg still ist das Leben nicht und Leben ist auch nicht mehr so viel, glaube ich. Also nach Leben sieht das nicht so aus, ja, ne? Ihr, liebe Leute, Savoy-Fesch-König tut alles für den Palzrock. Alles, wirklich, ist alles drin.
Tag ist zu Ende, der Drehtag ist zu Ende. Der Drehtag war sehr anstrengend, sehr innovativ, sehr lustig auch. Lustig, heißt es nicht innovativ? Doch, das kann man auch sagen. Das kann man sagen. Ich wollte halt intelligent klingen. Ja. Und ja, und jetzt kommen wir zum Abschluss, zum grünen Abschluss. Wir spielen jetzt eine Runde Atari. Sicher? Linksrückschlag mit Atari. Unglaublich, unglaublich. Unglaublich. Also, es war ein schöner Drehtag. Also, das Staludio hat sich mal wieder richtig ins Zeug gelegt. Und die haben sogar eigene T-Shirts mittlerweile. Also, wenn ihr auf die Homepage geht, staludio.de, da könnt ihr das Merch kaufen. Ja, guck mal, die machen dünner, wie fein Ja, stopp, nicht von der Seite, nicht von der Seite, nicht von der Seite. Nein, bleib vorne. Ja, die machen wirklich dünner, stimmt. Ja. Liebes Publikum, das Model trägt XS. Und Jim, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Sag mal tschüss noch. Tschüss. Seid gespannt. Das Staludio hat versprochen, in 2,5 Wochen ist das Video fertig. Und dann kommt es irgendwann 2024 auf diese Kanäle. Und tschüss und I love you. www.quatschkopf.de Ach so, palzrock.de